Wenn ich das jetzt den Helfer machen lasse, wird das, glaube ich, auch nicht gerade viel besser. Ja, der macht am Anfang und Ende lässt er was übrig. Genau, dann kann ich auch gleich selber fliegen, vermute ich. Ist aber nicht viel, was er übrig lässt. Ja, Ich lasse ich 3-4 sehe es Bahnen beim am Anfang, Ernten, drei, was er da vier Ende. überlässt. Also so war es zumindest jetzt mal bei mir. Also meinst, wenn ich ein ausreichend großes Vorgewende habe, zieht er durch. Problem ist halt nur, dass die Felder alle schräg sind. Der hält bei deinem Vorgewende an und dann stehen wieder solche Punkte. Na, okay. So dreieckige Stellen, die er nicht macht. Deswegen, also Vorgewende, wenn kein Graben in der Nähe ist, brauchst du gar kein Vorgewende. Ja, wär schon fast die Überlegung, ob ich dann nicht den Helfer pflügen lasse und ich selber ernte. Curseplay wäre jetzt nicht schlecht. Funktioniert aber auch noch nicht so ganz, was soll. Brauche ich nicht. Ja, du hast ja auch schon ein bisschen vorgearbeitet. Ja, aber gut, ich sag mal so, man muss jetzt ja auch nichts übers Knie brechen, was sich nicht übers Knie brechen lässt, ne? Dauert so lange, wie es dauert. Soll auch ein Langzeitprojekt sein. Wollen wir mal hoffen, ne? Dass wir ein bisschen länger Spaß dran haben. Da will einer abbiegen, ohne zu blinken. Das machen die Sehr zu gerne. gefährlich. Sagt schon, wenn ich nicht blink. Ja. Da. Und vor allem Tiere können wir uns auch ja nach Bedarf kaufen, weil wenn wir auf einem Schlag uns 400 Kühe kaufen wollen, das wird mehrere Folgen dauern, wenn wir zu zweit fahren. Ich glaube, wenn, selbst wenn die jetzt schon da wären, wir wären überfordert, weil wir noch gar nichts haben für die. Korrekt, korrekt. Da würden wir auch kaum hinterherkommen, wenn jetzt schon 400 Kühe da wären. Ja, das ist ja das, was ich meine. Ja. Das würde im Chaos enden. Richtig. Deswegen machen wir alles mal ganz ballante, alles nach Bedarf und so wie es sich einrichten lässt. Aber einen größeren Flug kaufe ich trotzdem gleich. Muss nur mal gucken, ob der 1050 den packt. Ich glaube nämlich nicht, wir brauchen nämlich, glaube ich, 550 PS für den. Und der. Wenn es eben ist, dann packt das trotzdem. Naja, du darfst nicht vergessen, wir haben realistische Füllgewichte drin. Jetzt mit dieser angeteaserten Getriebemod dazu und so weiter, das könnte eventuell schon kritisch werden. Ist ein starkes Tuk-Tuk. Tuk-tuk. So. Bin kurz vorm Abladen. Die Spannung steigt. Jetzt wird das gehen. Bin ich fest von überzeugt. Was kostet der denn, der Flug? 130.000, 550 PS. Was weiter ist es? Und wir haben 517 PS. Ja, der ganz große, der 10-Meter-Flug. Hm. Er wird knapp. Wird er sich ein bisschen anstrengen müssen. Der 1050. Ja, machen wir. Ich bring den hier nach Hause und komme mit dem Großen wieder. Irgendwie ist hier echt Chaos bei mir und meiner Lenkerei. Ist jetzt zusammengeklappt? Noch nicht. 45, 46, auch noch 4.
So, jetzt klappt er nicht zusammen. So, ist man mit der auch gleich fertig? Also mit den Anhängern hat alles geklappt. Tipptopp. Wunderbar. Juden! Kommt der da angeschossen? So. Ich habe nichts mehr von dem Helfer gehört. Mich würde interessieren, ob der noch unterwegs ist. Der hat die Maschine schon verkauft. Und endlich wieder vernünftiges Rückwärtsfahren im LS. So. Wie viel geht in unsere Seemaschine rein? Weißt du das zufällig? Nee, müsstest du nachgucken. Okay, scheiße. Weil da hole ich dementsprechend gleich mehr vom Händler. Genau. Kauf mal noch nicht allzu viel, dass ich mir den Flug noch hinstellen kann. Heiling. Ja, komm jetzt vielleicht gerade noch. Oder kauf den Flug schon mal, ich bin auf dem Weg. Okay, welchen möchtest du? Den ganz großen, mit 10 Meter. 10 Meter, okay. Meter 50. Genau. Irgendwie konfigurieren mit diesen geteilten Schaben. Das ist mir ehrlich gesagt völlig wumms, wie der aussieht. Ein Unterschied macht es nicht in der Arbeit. Lass mal so. 130.000. Boah. Ja. Und schon sind 130.000 weg. Hier steht übrigens noch ein Big Bag, ne? Am Straßenrand. Das ist anscheinend nur Deko. Ach so, das gehört nicht zu uns. Na dann. Bitte? Gehört also nicht zu uns. Ich könnte ja mal ausprobieren, mich erst zu stibitzen. Ich stand vor uns schon da. Mich hat keiner gesehen. Hast du es mitgekriegt? Nee. Kriegst du nicht weg, ne? Doch. Ach so, ja, dann gehört's doch zu dir, zu uns. Frage ist, ob's. Ja, aber da muss es ja aus irgendeiner Maschine gewesen sein oder sowas. Ich denke mal, dass es beim Kaufen bis da hinten rausgegangen ist. Die Schlange wird baut es in die andere Richtung auf. Okay, dann habe ich auch keine Ahnung, wie es da hingekommen ist. Jetzt ist es nicht mehr da. Okay, Drescher ist noch unterwegs. Sehr schön. Pass mal auf, und nachher Rechnung gestellt vom Händler. Ja, 10-mal so teuer wie sonst. Also, ich habe 45 im Lager und 2000 im Anhänger. Jetzt schaue ich schnell nach dieser Seemaschine. Seemaschine 5800 und so, jetzt kann Fendt wieder zeigen, ob sie halten, was sie versprechen. Es ist aber auch ein langes Geschütz, ne? Meine Güte. Wir haben nur zwei Seemaschinen, gell? Ja. Eine für die Saat, eine für diese Körner da. Ja. Genau. Perfekt, habe ich. Kipp nicht um. Also 12,8, was die Maschinen futtern. Das ist ja nicht so viel. So eine Kacke, hä? Was hast denn du schon wieder? Ah, war ich falsch abgehängt aufs Gewicht.
Der Helfer hat die Arbeit abgeschlossen. So, ich habe jetzt 12.000. Ja, gucke mal. Fahr nur noch 8 bis noch, ja, jetzt 10 km/h. Hat auf jeden Fall gut zu tun, der 1050. Okay. Aber dafür geht das auch richtig schnell jetzt. Du hast gesagt, das Ziel von dem passen 50.000 rein, gell? 100.000, glaube ich sogar. Ach so, aber nur 50 machen wir rein, genau sowas. Genau, ja, randvoll müssen wir jetzt noch nicht machen. Hinten, hey. Bitte? Ah. Randvoll können wir machen, wenn wir Geld im Überfluss haben. Ja, das stimmt schon. Ich hätte mal Breitreifen aufziehen sollen. Hätte jetzt auf jeden Fall gepasst. So, Differentiale erstmal allein gemacht. Besser ist das bei so einem Monster auf dem Acker. Gut, habe ich. Ich fülle das jetzt um die Menge mehr in das Silo rein. Ja, und alles dann fülle ich die Maschinen nachträglich auf, weil das sonst wäre das eine einzige Fahrerei, bis ich den Dünger jetzt da drin habe. Das ist wohl richtig. So, dann kümmere ich mich jetzt erstmal um den Drescher wieder. Ah, den kriegen wir doch noch mal voll. Hätte ich ja nicht mitgerechnet. Die Map hat was. Ja, die Map ist schon ziemlich geil. Wenn die Felder nicht schräg werden und die Helfer nicht so blöde arbeiten. Was hast du bei den meisten Mod-Maps, dass die Felder irgendwie schräg reingebaut sind? Ja, aber das kommt noch. Da gibt es noch Ergänzungen, denke ich mir, dass die Felderwinkel dementsprechend angepasst werden, sodass die Helfer auch dementsprechend nicht nur 90 Grad ecken können. Ich glaube, das war im 17er aber auch schon so. Dass die das nicht konnten. Und auch nie gelernt haben. Gewisse Gradzahlen konnten sie. Also.